Servus, ihr Schlawiner. Knochen wieder hier. Heute was ganz Besonderes. Eine Nachtfahrt im Ground Forces. Eine Nachtfahrt. Wir sind im Dunkeln unterwegs. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Nachtfahrt gehabt habe, aber es ist bestimmt über ein Jahr her. Bei anderen vielleicht nicht, aber bei mir ist es über ein Jahr her. Das ist so selten. Shitboy, it's not, let's go, gotta go. Too bad, alles klar. Das ist für mich so selten, dass ich, wie gesagt, muss ja mindestens über ein Jahr her sein. Also, weil ich kann mich nicht daran erinnern, wann meine letzte war, weil diese, eigentlich müsste man sich das aufschreiben können. Und seit den Ground Forces, ich glaube, ich habe kein Dutzend Nachtfahrten gehabt. Und ich war jetzt gar nicht darauf vorbereitet. Ich habe nur gesehen, dass das jetzt eine Nachtfahrt ist und dachte mir, ey, das muss ich mal aufnehmen. Einfach auch für mich selber. Wer weiß, vielleicht ist es auch meine letzte. Vielleicht gehen irgendwann die Server aus und ich habe seit, und das war meine letzte Fahrt dann jetzt hier des Nachts. Und es ist so selten, dass ich, was ist da los? Dass ich, nee, das ist der falsche Ansatz jetzt. Also schon bei den Flugzeugen, ja, also im Air Mode, da ist man ja schon selten nachts unterwegs. Also mit Dämmerung ist er jetzt häufiger. Tageszeitbedingt dann finde ich auch schön, aber in der Nacht ist, bin ich ja wirklich selten. Und hier, das macht mich gerade voll fertig, also wirklich mal eine Nachtfahrt wieder zu haben. Sieht doch schön aus, da sieht selbst so ein zerschossener Stalingrad hier richtig angenehm aus, zum Teil jedenfalls. So, ich habe Artillerie frei. Das sieht einfach so angenehm aus. Und bis eben gerade habe ich gerade noch so vor mich hingedümpelt hier, so Tüdelü gespielt, ne? Mich nicht kurz drum gekümmert, aber jetzt will ich natürlich was zeigen, wird wahrscheinlich auch nichts werden, denn heute läuft es einfach überhaupt nicht, denn wir haben Wochenende. Ich will nicht vorfahren, ich will mich nicht zerfetzen lassen hier von dem Spattel da. Wo sind wir? Das sieht doch viel geiler aus, wenn die... Oh, fuck. Ja, dachte ich mir, Arschloch. Sehen natürlich die Effekte auch alle geiler aus. Also alles, was irgendwie mit Feuer und dergleichen Explosion zu tun hat. Pups, Muskel. Alles klar. Oh nein. Fährt er vor? Also ich will jetzt nicht nochmal hier vorfahren. Und mich da weghämmern lassen von dem. Hier sieht man natürlich auch schön die Leuchtsprung-Munition und dadurch sieht man auch besser, wer von wo schießt. Der kommt nicht vor. Ich glaube, der ist weg. Da kommt jetzt der andere Vogel hier vor. Oh, fuck you! Alter, was ist los hier? Oh nein! Diese beschissene Valentine. Und ich werde euch was sagen. Den werde ich nicht schaffen. Der Typ ist so irre. Der hat mich jetzt so auf den Kicker. So wie ich auch nur einen Millimeter vorfahre, wird er mich wegschießen. Aber ich will auch nicht die ganze Zeit mich hier einkerkern lassen. Aber ich weiß, ich fahre jetzt vor und bin weg. Ich kann's riechen. Hinter mir wurde auch gerade einer zerfetzt. Ja, komm. Ich weiß es. Schieß doch. Schieß. Hiss mich ab. Nur. Ist das anstrengend. Da ist auch noch einer. Der ist so nah. Ja, ich wusste es. Und jetzt sagt nicht, ich habe die falsche Munition gehabt. Denn mit, mit dieser Munition schießt er meistens auf solche Scheißfahrzeuge. Und er wichst sich jetzt einen ab. Okay, kann er ruhig machen. Ist ja nur ein Spiel. Ne? Leg mich trotzdem auf. Arschloch. So, aber das heißt ja nichts. Ihr könnt in die Luft. Hab ich gar keinen Bock drauf. Ich hasse diese ganze... In die Luft gegehe im Ground Forces. Aber wie oft habe ich das schon gesagt? Ich weiß gar nicht, wie oft. So oft. Man sieht natürlich auch fetzig aus hier. Oder hier irgendwas weg. Oder er macht mich weg. Ne. Ich meine, wenn es hier ein reiner Luftkampf ist, dann ist das was anderes. Aber diese ständige Kamikaze runtergebretter auf jedes Fahrzeug, was irgendwie nur in der Nähe ist. Das geht mir so auf den Sack und das hatte ich heute schon so häufig. Dann sind die wirklich im Sekundentakt irgendwie auf uns gestürzt. Jetzt nicht nur auf mich, sondern auf alle. Und das geht einem echt nur noch auf die Zwiebel.
dann lieber so wie bei den Events, dass man eine bestimmte Punktzahl braucht, 1150 oder 350 oder was das sind. Dann kann man rein und danach muss man dieselbe Punktzahl nochmal erlangen, also 2700 insgesamt dann schon an Spielpunkten haben. Weil es einfach lächerlich, wie oft habe ich jetzt auch schon erlebt, dass Leute einfach nur irgendwo rumstehen. Was ist das denn? Ja, komm, komm klar eben mit dem Leben. Dass sie einfach nur dumm rumstehen in ihren fetten Panzern und ja, einfach ein paar Artillerieschläge und so aushalten und dann, ey, immense Punktzahl haben. Und ständig mit irgendeinem Bomber oder so in die Luft gehen und ja, sich dann ihre Kills dadurch fahren. Da brauchen wir auch kein Ground Forces Spiel. Das muss ich echt nochmal im Forum wiedergeben, das geht mir so um den Sack. Oder jemand muss das im Forum für mich schreiben, denn ich kann ja nicht. Ich bin gerade so vorsichtig, weil ich habe das Gefühl, ich verpasse hier irgendwie einen Panzer, der mich dann wegmacht. Das wird wahrscheinlich sowieso passieren, aber ich weiß jetzt nicht, wie lange wir hier schon spielen. 5, 6 oder 8 Minuten, irgendwie sowas. Der Typ, dieser Typ. Ja, ich habe den da gesehen. In letzter Zeit bin ich auch eigentlich eher auf die gegangen, die mich dann versucht haben wegzumachen. Mit Raketen, ich bin jetzt so ein scheiß Raketen-Noob. Wo ich es ja mittlerweile ein bisschen rausbekommen habe. Ja, so in der Art. Nur ich krieg's ja nicht mehr hin, das Flugzeug hochzuziehen. Ich weiß nicht wieso. Keiner hier. Aber jetzt mal im Ernst, das sieht schon echt geil aus hier. Bietet natürlich auch Möglichkeiten, weil ja, das ist so, man ist so ein bisschen wie verdeckt. Ach je. Hoppala, was habe ich jetzt kaputt gemacht? Das tut mir aber sorry. Also wie heute auf den meisten Tag, da reiße ich irgendwie nicht viel hier. Ist jetzt glaube ich auch das erste Mal nach 11 Runden, dass wir gewinnen würden. Der ist doch hier irgendwo. Wo ist dieser Halunke? Ich kann jetzt auch nicht ewig hier warten. Ich gebe auch ehrlich zu, ich gucke immer hier links, rechts irgendwie, jetzt gar nicht, ob da Gegner sind, sondern einfach, wie toll das aussieht. So, des Nachts. Da ist Valentine. Ich drehe durch. Ach, der ist weg. Ich dachte gerade, der ist hinter einem Wrack gefahren, aber da war ja gar keins. Sind das jetzt alle hier? Ich bin gerade erstaunt, wie wir die abgeräumt haben hier. Und in welcher Zeit überhaupt? Also das ist jetzt das erste Mal heute überhaupt. Und abgesehen von der ersten Runde, die ich gespielt hatte, haben wir gar keine gewonnen. Da ist noch einer, Crusader. Oh Gott. Das sieht so schräg aus. Ja, vielleicht nicht so clever hier jetzt. Ah, bringt da nichts. Ich muss hier hoch. Hier noch einer? Eieiei. Sind jetzt wohl nur die beiden, weil direkt da. Oh fuck, man! Jetzt hängt jemand im Scheiß hier fest. Oh, Artillerie. Nein, nein, komm! Schieß doch! Oh Gott! Die Sau! Oh Mann! So knapp! Ja, verdammt, früher konnte man hier durchschießen. Also da, wo es realistisch wäre, das nehmen sie raus. Stattdessen kann hier jeder alle 20 Sekunden mit irgendeinem Flugzeug rein. Ne, ich kann hier nicht durchschießen. Ich schieße selten durch irgendwelche Sachen, außer jetzt bei den Mauern, bei den neueren Karten. Okay, müssen wir so ran. Dieser Feuereffekt, das sieht ja so gemütlich aus.
Oh, und das war's. Wir haben gewonnen. Danke fürs Zuschauen. Abo hinterlassen. Und bis demnächst. Viel Spaß noch. Ciao, ciao.